Hallöchen und herzlich willkommen zurück zur heutigen Folge von Staxel. Ja, als erstes kleine Entschuldigung, um die ich bitte, dass die heutige Staxel-Folge nicht pünktlich um 14 Uhr rauskam, aber ich hatte gestern Besuch und den musste ich heute noch durch die Gegend fahren, damit er wieder nach Hause kommt. Und wie das immer so ist, gestern war auch ein bisschen länger, allerdings mit wenig bis gar keinem Alkohol, aber es war halt sehr lange und dann, ja, wie das so ist, man kommt einfach nicht zum Aufnehmen. Und dann bleibt das schon mal alles ein bisschen hängen. Deswegen kommt diese Folge zwar noch am gleichen Tag, aber ein bisschen später. Aber da habt ihr bestimmt Verständnis für, weil ihr eine ganz, ganz liebe Community seid. So, und wer das nicht mitbekommen hat und sich gewundert hat, auf Twitter hatte ich das rechtzeitig bekannt gegeben. Da konnte ich nämlich dann abschätzen, dass ich es zeitlich nicht schaffe. Wenn du mir noch nicht folgst auf Twitter zum Beispiel, dann schau mal in die Videobeschreibung. Oder bei Minute 4 in diesem Video kommt immer die Adresse, die blende ich da ein. Meine Twitter-Adresse. Folgt mir auch gerne dort, damit du wichtige Informationen aus erster Hand von mir bekommst. So, ansonsten müssen wir mal gucken, was machen wir heute. Erstmal machen wir die fette Babs hier ein bisschen kleiner. Hier machen wir auch was. So, einmal schön drüber. Richtig, wir machen also unsere Morgenroutine. Hier können wir nichts pflücken. Noch super. Hier können wir was pflücken. Die Bananenchen sind noch nicht reif. Was haben wir hier? Nein, 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 nein. Hier ist noch nichts. Alles klar. Haben wir hier was? Apfel, Birne. Da können wir was pflücken. Sehr gut. Dann gehe ich einmal hier. Das Blöde ist, das Tor funktioniert gar nicht. So, hier klebt diesmal kein Gelee. Dann gucken wir hier nochmal. Gibt hier ein Gelee? Hier gibt ein Gelee-Stern. So, ein Gelee-Stern. Alles klar, dann haben wir uns den auch geholt und dann machen wir jetzt nochmal eben die Hühnchen fertig. So, das hier müssen wir auch mal irgendwann schön machen, oder? Aber ihr habt ja nie Zeit, das ist ja euer Problem. Ihr habt ja nie Zeit für sowas. So, erstmal die Schuld von mir schieben, ne? Weil ich bin ja der, der nie Zeit hat. So, und das. Und jetzt nehmen wir die braunen Hühnchen hier, Sunshine und Scramble Braun. So, einmal schön anfassen den Huhn, Scramble Weiß. Wir haben den ja doppelt. So, da unten ist die alte Krähe. Da hier noch Rosie. Rosie McDonald. War hier sonst noch irgendwo ein Huhn? Nö, ne? Haben wir 5 Eier bekommen? 5 Eier, hervorragend. Wir können ja mal, gerade wo die da unten ist, mal eben hier mit Chiara sprechen. Chia Butter. Hi. Überwacht deinen Fortschritt. Chia kann es kaum erwarten. Alles klar. Also wir haben eine Quest noch bei der. Das müssen wir uns mal genauer angucken. Jetzt räume ich erstmal wieder mein Inventar auf. Und dann gucken wir mal, dass wir, weißt du? Weste, wa? Was haben wir jetzt wieder für ein Blödsinn gemacht? Ach, Fussel. Fussel, konzentrier dich doch bitte mal. Ja, ich bin, wie gesagt, gerade erst nach Hause gekommen und es ist natürlich wieder mal pottenwarm draußen. Es ist einfach nicht mein Wetter. Auch wenn es 5 Grad kälter ist, wobei kälter würde ich da nicht in dem Zusammenhang nicht benutzen wollen, den Begriff. Aber es ist halt ein Hauch weniger heiß. Kann man das so vielleicht sagen. Und die Luftfeuchtigkeit kommt mir gar nicht entgegen. Also das ist überhaupt nicht mein Wetter. Nur damit wir uns da nochmal einig sind. Das ist nicht meine Welt. Tut mir leid. Es ist so. Alles klar. Dann haben wir das auch. Hier haben wir noch Früchte, die weg müssen. Und hier habe ich noch diesen komischen Stein. Den habe ich ja der letzte Folge, als wir da, was ist das? Das Wolle. Das ist nichts zu essen. So, und das hier ist so eine, hier, Pfirsich. Wohin denn mit dem Stein? Hatten wir hier nicht irgendwo sowas? Hier, ne? Dunkelstein, das passt doch ganz gut dahin, ne? Richtig, super. Dann gucken wir mal ins Journal. Was haben wir denn da? Regenbogenschmetterling. Ja. Das geht irgendwie nicht weiter. Also, Warden sagt, ich soll mit Chiara sprechen. Das haben wir gerade gemacht. Da ist aber nichts. Alles klar. Pharma 1000. Ist auch Chiara. Du kannst sie mir Blaupausen, um bei der Erweiterung zu helfen. Mit angehaltenem Atem warten. Und ein Monster. Ich kann nicht riskieren, dass meine Schöpfung wieder ausbricht. Ich soll mit Live sprechen, ne? Alles klar. Komm, dann. Oh, ich bin zu fett. Dann gehen wir mal zu Live rüber. Komm, das ist heute einfach. Wie gesagt, ich bin gerade nach Hause gekommen und hämmer sofort an der Folge. Die muss dann ja noch geschnitten und hochgeladen werden und so weiter, dass das nicht allzu spät passiert. Ich habe noch nicht mal was getrunken. Ja? Allerdings ziehe ich mir gleich erstmal ein Wasser rein. Ich fühle mich so dehydriert, das ist unglaublich. Ich habe gestern schon so viel getrunken. Oskar, hey,
Eines Tages besorge ich mir ein Autoreiniger. Es wäre zwar nicht annähernd so effektiv wie ich, aber wenigstens würde er mir etwas Arbeit abnehmen. Vielleicht kann ich Cecile überzeugen, mir einen zu bauen. Ne, das lass besser. Die brennt wahrscheinlich wieder in Live ab. Ist dir übrigens aufgefallen, dass irgendjemand in deinem Boden da was gefunden? Nö, das ist gut. Ja, die Schatzinsel. Hallo Katze. Hi. Live is live. Na, 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 na. Hallo Farmfan. Mein neues Zuhause ist echt cool. Vielen Dank, Fett LP. Ja, wir müssen ein bisschen mehr quatschen, weil, guck mal, wir haben noch kein volles Herz. Bevor ich mich gleich zu live rumdrehe. Ja, ja, ja. Sie poliert altes Werkzeug. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas schenken könnte. Könnte da irgendwas ein Schlüssel oder sowas sein, was ich aus dem See gezogen habe? Das könnte doch was für sie sein. Also sie so gerne altes Werkzeug poliert, ne? Da war doch was. Wir können ja mal gucken, ob ich einen Schlüssel... Live, hör mal, sag mal, lass mal reden. Ja, Hasi. Vettel P., du ahnst nicht, wie froh ich bin, dich zu sehen. Ich dachte schon, Cecile würde als Einzige vorbeikommen mit ihrem Monster. Ob du es nun glaubst oder nicht, ich kenne da jemanden, der vielleicht interessiert wäre. Einer meiner Schwestern hatte eine Schwäche für seltsame Haustiere. Wenn du diesen Brief an einen Händler oder einen der Händler übergibst, geben die es weiter. Die kommen schließlich ziemlich viel rum. Die stehen hier den ganzen Tag rum. Das Angebot hier im Geschäft war nicht immer so gut wie jetzt. Als ich damals angefangen habe, auf das Geschäft aufzupassen, hatte es nur die wichtigsten Lebensmittel. Ich habe getan, was ich konnte, um das Geschäft am Leben zu erhalten. Und damit merken wir, es hatte nur Lebensmittel und Cecile spricht, dass die Eltern mal ein Lebensmittelgeschäft hatten. Da haben wir die Verbindung. Und deswegen tötet Cecile, wo sie auch kann, immer den armen, hier, weißt du? Wollen! Sie wird wissen, was zu tun ist. Ja, die redet aber nicht mit mir, das ist halt das Problem. Hi! Ein einfacher Brief zu stellen ist gar kein Problem, wa? Wir können jeden hindurch garantieren, dass solche Lieferungen sofort ausgeführt werden. In manchen Fällen tritt sie nie ein. Aber wir geben unser Bestes, um deine Anforderungen zu erfüllen. Ja. Ich kaufe Waren an, die du auf dem kleinen Tisch liegen, aktiviere die sobald und bla und blub. Schön, danke. Wer bist du? Ist auch egal. Hast du irgendwas Nettes? Groovy-Sessel, alles klar. Das ist eine Uhr, aber die kann man nicht kaufen. Das ist ein Klo. Klo geht, eine Lampe. Kühlschrank. Was man halt so braucht, oder auch nicht. Naja, wir haben ja relativ viel davon. Fernseher, noch ein Kühlschrank, noch eine Badewanne. Hi. So, Journal wurde gemacht. Warte mal, dann gucken wir wieder rein. Monster, in manchen Fällen tritt sie nie ein. Ja, keine Ahnung. Ich gehe mal nochmal zu live, komm. Live, 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 live. Aua, live. Wo bist du denn, Dicker? Geh doch mal weg. Ich habe in letzter Zeit viele Briefe geschrieben. Irgendwie schreibt mir nie jemand zurück. Ja, was ist denn jetzt hier mit der... Ach, das ist mir doch egal. Cecile, komm, dann reden wir mit dir nochmal. Wo bist du? Ach, wo ich dich gerade sehe. Hi. Und wie sah Lives Idee aus? Seine Schwester, die würde ja nur zu gern kennenlernen, wenn sie vorbeikommt, um Frankie abzuholen. Wer ist denn Frankie? 6000 Blütenblätter und Cecile Wackelkopf. Wir haben vielleicht noch nicht alle unsere Experimente beendet, aber ich finde trotzdem, dass jetzt ein guter Zeitpunkt für deine Belohnung ist. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, mir zu helfen. Niemand sonst wollte sich mit meinen Experimenten befassen. Vielleicht bist du ja eines Tages bereit, Proband zu werden oder sogar ein Labormitglied. Wir können sogar das Labor in deinem Zuhause verlegen, wenn du magst. So, sag einfach Bescheid. Auf gar keinen Preis. Ja? Ja. Das heißt, wir haben auch Cecile-Quest abgeschlossen. Ihr wisst, was das bedeutet? Richtig, wir müssen einmal umsortieren. Oh, ich könnte ja Platz lassen. Ich könnte das vorbereiten, aber ich kann es auch lassen. So, Aliza, Bürgermeister, Callum, Cecile und ab hier müssen wir einsammeln. Ja, das ist schlau. Ich bin... Ah, es ist warm draußen. So, dann drehen wir Cecile rum. Jetzt müssen wir nochmal gucken. Das war Emily und dann live, ne? Es wird immer mehr, es wird immer mehr. Werden immer besser. So. Den und den und den. Ria, Rosemarie und Tomboy. Wer zum Teufel ist Tomboy? Und warum ist Tomboy andersrum? Also hier in der, ne? Ganz komisch. Habe ich noch was bekommen? Nö, ne? Warum kriege ich von anderen sowas hier und von der nicht? Blöde Kuh. Ich will doch was für meine Sammlung haben. Okay. J wie Journal. Farmer der 100. Also, kann dir die Blaupausen geben, um deine Erweiterung zu helfen. Wo hatte ich mir das denn aufgeschrieben? Wisst ihr das noch?
Wir müssen doch, da mussten wir doch, du weißt doch hier. Jamie. Komm, wir quatschen noch ein bisschen miteinander. Wir haben auch noch nicht alle Herzen, dann machen wir das mal. Und Roan, den müssten wir eigentlich auch besuchen. Aber dann müsste ich mir erst eine Kartoschka holen, eine Kartoffel. So. Was bietest du uns denn an? Die Stelen haben wir schon, das haben wir schon, das brauchen wir nicht. Blaupilz brauchen wir nicht. Nö, da ist nichts Interessantes. Ist hier nicht gerade jemand hergelaufen? Doch klar, die sind ins Haus gegangen, ne? Wollte ich sagen. Hi! Alles klar, wir sind ja auch schon Best Friends, alles gut. Irgendwie habe ich das Gefühl, die wollen alle bei mir einziehen, oder? Ist doch widerlich. Weißt du, kaum dazu, dann sind sie kuschelig und wollen, weißt du? Vorher, ja, du musst mal hier ein Haus bauen, du musst mal da Millionen von Blütenblättern ausgeben. Und jetzt plötzlich, ach, du bist so ein Süßen. Nein, nein, nein. Ich bin kein Fussel für eine Nacht, sondern für zwei. Was? Ich habe heute ein bisschen Zahnschmerzen. Könnte am Eis liegen. Was? Der hat Eis gegessen? Ja. Natürlich, ist warm draußen. Da wird man wohl ein kleines Eischen essen dürfen. So, was hatten wir denn? Was wollten wir denn? Wo waren wir denn? Hier, Stufe 1 hatten wir, aber Stufe 2 fehlte noch ganz viel. Ich habe mir das doch auch irgendwo aufgeschrieben, oder? Ach, ich schreibe mir so viel auf. 2 Tische, 2 Lampen, 2 Stuhl, 1 Sofa, 3 Kräutergestelle, 2 magische Tränke und 2 Pilzkorb und 2 Zaubertrankregale. Okay. Dann müssen wir uns da mal drum kümmern, würde ich behaupten. Ne? Das wird wieder so ein bisschen Selbstarbeit hier. Kriegen wir das hin? Wenigstens anteilig, oder? Wir können es ja vorbereiten für die nächste Folge. Ja. Geschickt, geschickt, wa? Ich meine, das sind ja so Zusammenrechnungen und so, die macht man ja vielleicht nicht im Let's Play, weil beim Let's Play muss ich mich ja konzentrieren, ne? Hi. Und das ist ja nicht so gut. So, dann wollen wir mal. Also, fangen wir mal mit dem Kräutergestell an. So, wir brauchen wie viel Kräutergestelle? 3. Das heißt, alles 3-mal. Das heißt, wir brauchen 6-mal Bauholz. Ich glaube, ich mache mal Strichliste, ja? Bauholz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nägel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Grünes Blatt. 9. Und rotes Blatt. 9. Ja. Was hat man noch? Irgendwas Magisches. 2 magische. Magische Tränke? Wann ist was? Zwei magische. Was habe ich denn da wieder aufgeschrieben? Na gut, dann machen wir erst mit dem Pilzkorb weiter. Ach, Kinders. Pilzkorb. Da, Pilzkorb. Wie viel brauchten wir? 2 Pilzkörbe. Das heißt, wir brauchen Seil. 6-mal. 4-mal brauner Pilz. Brauner Pilz. 4-mal. Ach du Scheiße. Weißer Pilz? Mhm. Ja, da werde ich mich bestimmt drum kümmern. Was brauchen wir? 2. Und weißer, wo soll ich denn 2 weiße Pilze herkriegen? Alles klar. Und dann Zaubertrankregal. Naja, mit P. Zaubertrankregal. Ach du Kacke. Ich brauche 3 Zaubertrankregale. Das heißt, wir brauchen 6-mal Bauholz.
sechsmal Nägel und neunmal magische Tränke. Alles klar. Aha. Ja, ja. Gut, wie viel haben wir denn? Wir sind bei 15, 11. Okay, dann machen wir Folgendes. Ich stelle das alles mal zusammen. Ich muss noch mal gucken, was diese zwei magische da waren, damit ich genug davon habe. Und dann nehmen wir in der nächsten Folge doch einfach mal auf, wie wir das alles herstellen. Was haltet ihr davon? Sollen wir das mal so machen? Dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Bleibt mir gewogen. Ich hoffe, euch hat diese Folge, auch wenn sie so hektisch gestartet ist sozusagen, dennoch gefallen. Wünsche euch jetzt noch alles Gute und freue mich auf einen Daumen nach oben. Ja, und dass wir uns in zwei Tagen zur nächsten Folge Staxel wiedersehen. Ja, oder in der Zwischenzeit zu einem der vielen anderen Let's Plays hier auf meinem Kanal. Mach es gut, bis dahin. Ciao, ciao.